Der der Podcast der Neulandrebellen, und ich begrüße heute Robert Fleischer unter anderem vom dritten Jahrtausend. Hallo Robert. Hallo Tom. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, was heute bei diesem Gespräch herauskommt. Wir sprechen weder über das dritte Jahrtausend noch über Tagespolitik, Demo gegen Rechts, geschweige denn über Corona oder andere schräge Dinge, über die wir eigentlich gar nicht mehr sprechen wollen. Sondern wir sprechen heute über dein neues Buch. Und das heißt, Sie sind hier. Was jetzt, Robert? Wer ist hier? Das ist ja die Million-Dollar, die Millionen-Dollar-Frage, ja. Wer ist hier? Das ist <laughs> ja. ja, für die für die Massenmedien ist es ja ganz klar: entweder ähm, es sind äh, Außerirdische in Ufos von fremden Planeten, aber das kann ja gar nicht sein, weil die Planeten sind ja alle so weit weg. Millionen Lichtjahre und warum sollten die Millionen Lichtjahre hierher geflogen kommen und dann hier abstürzen? Äh, oder, oder es gibt gar keine Ufos und ähm, es gibt auch keine außerirdischen und so. Aber also, Fakt ist, da ist etwas, das fliegt im Luftraum rum. Das bereitet den Militärs und den Geheimdiensten großes Kopfzerbrechen, denn die können Sachen, die wir nicht können. Die können bei mehrfacher Schallgeschwindigkeit spitze Winkel fliegen, die können hin und her schießen in der Luft, ähm, wie sie wollen, wie so ein Ping-Pong-Ball. Ähm, sie können ähm, in, in Bruchteilen von Sekunden ihre Flughöhe um mehrere tausend Fuß ändern. Ähm, wobei en enorme Energien frei würden, also es hat mal ein Professor ausgerechnet, ähm, dass da würde irgendwie 100 Gigawatt, 100 Gigawatt äh, Energie frei bei, alleine bei diesem, bei dieser plötzlichen Beschleunigung, bei dem plötzlichen Stoppen. Ähm, also es ist ein Vielfaches des nuklearen Outputs der, der Amerikaner. Also das ist äh, völlig, völlig ausgeschlossen nach unseren Naturgesetzen, dass das funktioniert. Die können, wie gesagt, du hast gibt auch das Masse-Trägheitsgesetz ja ne also wenn du jetzt bei 80 km/h auf der Autobahn das Lenkrad das Lenkrad mal eben nach links rumreißt, dann wirst du nicht die Ausfahrt noch kriegen die du gerade verpasst hast ja sondern dein Auto wird sich überschlagen das ist das masse ja die kinetische Energie will weiter in die Richtung ähm, und ähm, und aber trotzdem werden diese Dinge auf Radar und von geschulten Augenzeugen äh, beim Militär äh, dabei beobachtet wie sie sowas machen und keiner weiß wie das geht und dafür interessieren sich die Militärs natürlich. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sie, weil sie keine Ahnung haben, was das ist, die Bevölkerung im Unklaren lassen und sogar mithilfe von Desinformation und Propaganda alles versuchen, das, das öffentliche Interesse an diesem Phänomen so klein wie möglich zu halten, weil sie nämlich an der Technologie interessiert sind. Jetzt ist es so. Die Ufos, die kommen ja sicherlich nicht mit Erdöl angeflogen, ja. Also, <laughs> ähm, also müssen die ja irgendeine Technologie haben, die wir nicht haben. So, okay, und ähm, äh, du bist schon mitten im Redeschwall. Ich verstehe das. Du hast natürlich gerade ein Buch rausgebracht und das ist auch noch ein Spiegel Bestseller geworden äh, innerhalb kürzester Zeit. Also äh, du bist redselig und du sollst auch redselig sein. Ich möchte dir zuhören und du sollst alles erzählen, was du erzählen möchtest. Übrigens bin ich ganz froh, weil du gerade gesagt hast, dass die ja nicht mit Öl irgendwie angetrieben werden. Vermutlich auch nicht mit Gas. Also Putin könnte damit in diesem Fall nichts zu tun haben und das ist ja schon mal sehr beruhigend auf jeden Fall. Äh, ich möchte aber auf was anderes hinaus und zwar Du beschäftigst, ich meine, es gibt ja Leute, die bringen Bücher raus, irgendwie beschäftigen sich einen Monat mit irgendeinem Thema, hauen ein Buch raus mit, mit, mit einem ordentlichen Clickbait-Titel und kassieren dann ab. So, äh, das bist du sowas von überhaupt nicht, sondern du bist ja jemand, der sich mit der Thematik der äh, unbekannten Flugobjekte, beziehungsweise erzähl mir gleich noch mal, wie sie inzwischen genannt werden. Wir können trotzdem UFOs sagen, aber offiziell heißen sie ja jetzt anders. Du bist jedenfalls jemand, der sich unter anderem mit Dirk Pohlmann zusammen schon viele, viele Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Du bist belächelt worden. Ich möchte sagen, du bist ausgelacht worden. Du bist ins Lächerliche gezogen worden und ähm, äh, hattest diesbezüglich sicherlich äh kein leichtes Leben, da du dich ausgerechnet mit der Thematik von, ich will gar nicht sagen, Aliens, sondern möglicherweise ähm, Objekten, Flugobjekten beschäftigt hast. Grenzt das jetzt mal ein bisschen ein oder definiere das mal ein bisschen für mich. Aber du bist schon sehr, sehr lange dabei. Das einfach noch mal zum Hintergrund. Du bist also keiner, der mal eben sowas aus dem Handgelenk geschüttelt hat, sondern du hast dich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Das einfach mal vorausgeschickt ähm, für die Zuschauer. Und jetzt bitte weiter in deinem Redeschwall. Ich höre dir neugierig und gespannt zu. Ich habe 16 Jahre recherchiert für dieses Buch. Ich habe ähm, wirklich, ich mache das ja eigentlich ähm, seit äh, äh, Juni 2007 habe ich begonnen, hauptberuflich über dieses Thema zu berichten. Und ähm, ich ähm, habe früher im tagesaktuellen Bereich beim Fernsehen gearbeitet und da weiß ich, wie das eben ist, dass du früh in der Redaktionskonferenz gesagt bekommst, du musst jetzt das machen und dann fährst du dahin, suchst Archivmaterial, klopst irgendwas zusammen für deine Magazinsendung, ähm, es muss möglichst äh, fetzig sein und knallen, also äh, bedienst du dich irgendwelcher Klischees, mit denen die Leute was anfangen können und so. Und wenn du jetzt so ein Thema hast wie eine UFO-Sichtung oder irgendwas, was mit UFOs zu tun hat und das ist im tagesaktuellen Bereich, na, dann kriegen die Redakteure nichts anderes hin, als ähm, also ich, ich hatte da schon die krassesten, abenteuerlichsten Sachen. Ähm, Arte kam mal, Arte europes die Sendung. Ähm, die, da, die, da, also, das ist ja übrigens auch so, das steht ja meistens der Tenor auch schon fest. Also, das ist ja so, meistens das Skript steht schon quer, quasi mehr oder weniger fest. Hm. Und dann brauchst du nur noch die Protagonisten, die heißen ja Protagonisten beim Fernsehen. Ähm, die Protagonisten dazu zu bringen, das zu sagen, was du willst, und ähm, damit es ins Skript passt, ja, weil es kann jetzt nicht sein, dass der jetzt irgendein Fass aufmacht, was in deinem Skript nicht existiert. Dann müsstest du ja dein Skript komplett umschmeißen. Dafür hast du gar keine Zeit. Du musst ja um vier abliefern. Ja? ja. Jetzt äh, wollten wir nicht gut. über Tagespolitik sprechen, aber gut, das ich ja wollte nur ich wollte nur sagen die zufälligen Begegnungen mit Demonstranten, die SPD partei Aber okay, gut, dieses dieses Thema dieses Thema lässt sich neb, lässt sich eben nicht im tagesaktuellen Bereich abliefern und es ist so, ich hatte also als ich angefangen habe darüber zu berichten, durchgeatmet, mir gesagt, nee, ich mache ein Video pro Woche und selbst das ist schon sportlich. Also du musst ja, wenn du wenn du über so ein Thema recherchierst, so und jetzt habe ich 16 Jahre über dieses Thema recherchiert. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass es wahrscheinlich wenige Leute gibt, äh, im deutschsprachigen Raum, äh, die derart viele Informationen dazu gesammelt haben wie ich, aus verlässlichen Quellen, die in Archiven waren, die mit äh, militärischen Augenzeugen geredet haben, mit äh, Geheimdienstlern, die mit äh, Piloten geredet haben, mit Wissenschaftlern aus allen möglichen Bereichen. Ähm, und, ähm, und das Bild, was sich dann eben ergibt, ist, ein ganz anderes als was uns ähm, in den Massenmedien erzählt wird und das Bild ist, was sich ergibt, ist es ist eine physikalische Realität. Die sind vielfach gemessen worden. Sie haben äh, Radarspuren hinterlassen. Sie haben Landespuren hinterlassen, die von der Polizei gesichert worden sind in mehreren Fällen. Ja, ähm, sie äh, sie haben physiologische Wechselwirkungen hinterlassen an den Pflanzen in der Umgebung, die weisen dann bestimmte Anomalien auf. Sie können teilweise schwerwiegende Gesundheitsprobleme verursachen bei Leuten, die ihnen zu nahe kommen. Das muss irgendwas mit dem Antrieb zu tun haben. Und sie sind offenbar intelligent gesteuert. Also das ist das Wichtigste dabei, dass sie intelligent gesteuert sind. Das ist die Einschätzung von Militärs aus mehreren Ländern, die solche UFO-Zwischenfälle analysiert haben. Also aus äh, vor allem Brasilien und Frankreich. Und dann ist natürlich die große Frage, was wollen die hier? Und und wenn man dann feststellt, dass die sich laut auch wie gesagt laut militärischen Quellen vor allem für Atomanlagen interessieren und für Atombomben und das ist was intelligent gesteuertes, was über eine Technologie verfügt, die wir nicht haben, na, dann ist das eine äußerst bedrohliche Situation für jedes Militär, was sich damit auseinandersetzen muss und dann ist es völlig klar, wenn es die nationale Sicherheit betrifft, dass das natürlich geheim gehalten wird, dass es das im Geheimen erforscht wird und dass sie alles tun werden, um das äh, vor dem Gegner zu verbergen, was sie darüber selber wissen. Ja. Ähm, du sagtest, du hast mit unglaublich vielen Leuten gesprochen. Nach 16 Jahren so intensiver Beschäftigung mit dem Thema kann das dich wirklich überraschen. Aber ich habe so ein bisschen aufgehorcht bei Geheimdienst ähm, oder Geheimdienstlern. Ähm, wie bist du denn an die rangekommen oder sind die an dich rangetreten, weil mittlerweile dann irgendwann im Laufe der Zeit bekannt wurde, oh, der Fleischer, der macht das jetzt schon so viele Jahre und macht das auf einer seriösen Grundlage. Mit dem wollen wir jetzt mal sprechen oder hast du an Türen geklopft? Wie muss ich mir das vorstellen? Nee, ich habe geklopft. Also es ist so, ähm ich natürlich muss immer vorsichtig sein, wenn dich einer vom Geheimdienst kontaktiert äh, und dir irgendwelche Geschichten erzählt, mhm. Du kannst du natürlich nicht wissen, ja. Aber ja. wenn ich jetzt von Geheimdiensten rede, da rede ich äh, namentlich ähm, von äh, Luis Edisondo, dem ehemaligen Leiter des atip forschungsprogramms im Pentagon. Den habe ich kennengelernt in Rom 2018 auf einer Konferenz und seitdem sind wir in Kontakt geblieben. Ähm, dann äh, Christopher Mellon war der ehemalige äh, stellvertretende Unterstaatssekretär für Verteidigung, für, äh, dann, äh, für Geheim, äh, äh, Geheimdienste und Verteidigung, Deputy, äh, Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence, genau. Also sozusagen der dritthöchste ehemalige Geheimdienste im Pentagon, kannst du sagen, ja. Mhm. Ähm, und den habe ich kennengelernt 2022, ähm, als ich äh, auf, also auf der ufo als ich die UFO-Konferenz in Barcelona besucht habe und da hat mich der Organisator gebeten, wenn ich schon mal da bin, kann ich nicht dann gleich mal noch die Pressekonferenz äh, moderieren, weil da gibt es ja viele internationale ähm, Journalisten und könnte ich dann noch eine Roundtable-Discussion machen und so. Und dann habe ich bei der Gelegenheit noch ein Interview mit ihm gemacht und wir sind seitdem eben dann auch in Kontakt. Und, ähm, und so kommt das eben, ja. Also es ist jetzt ähm, nicht, dass ich jetzt. Ähm, kontaktiert werde von Leuten, die mir ihre Geschichten stecken und das war's äh, und die bete ich dann weiter. Ich meine, es gibt auch solche Fälle von von ähm, Desinformationsagenten, das muss man wirklich sagen und man muss natürlich die Sachen prüfen, was die einem erzählen. Ja, also ähm, man muss eigentlich bei allem, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass es irgendeine Counterintelligence-Geschichte ist, die, die man da erzählt bekommt. Aber dann ist es eben wichtig, dass man äh, das versucht zusammenzuführen mit anderen Informationen, die man hat. Das habe ich übrigens gemacht in meinem Buch auch, ähm, Sie sind hier was jetzt, ähm, ganz ausführlich mit den Behauptungen des UFO-Whistleblowers David Grush. Das ist ja jemand, der an die Öffentlichkeit gegangen ist, ein sehr hochrangiger, ehemaliger Geheimdienstler, der ähm, bei der UAP-Taskforce war und dort den Auftrag hatte, rauszukriegen, was die US-Regierung über UFOs eigentlich weiß. Und in dieser Eigenschaft sind Leute aus Geheimprogrammen an, an ihn herangetreten und haben ihm gesagt, du weißt du was, wir haben die Dinger schon längst geborgen, die stehen bei uns im Schuppen und wir versuchen rauszufinden, wie die Technologie funktioniert. Wir haben sogar welche, die noch fliegen können ähm, und, ähm, äh, und es findet da seit Jahrzehnten, seit vielen Jahrzehnten, ein geheimer, ein geheimes Programm zur Bergung von UAP-Technologie, also von nichtmenschlicher Technologie statt. Und ein regelrechter Kalter Krieg ist darum entbrannt, eigentlich, ähm, zwischen mehreren Nationen. So, und, ähm, und, und was er da so sagt, er hat ja dann, also es war ja so, von den Massenmedien wurde es ja größtenteils ignoriert. Ähm, aber der US-Kongress hat ähm, gleich einen Monat nach den Enthüllungen von diesem Whistleblower eine eine Anhörung organisiert, wo er unter Eid vor dem US-Kongress dieselben Sachen nochmal ausgesagt hat und ein paar Sachen mehr. Und äh, dazu muss man wissen, wenn äh, er da lügen würde, dann würde er in den Knast wandern. Also das ist jetzt keine Sache, die man, wo man den US-Kongress mal eben so anlügt, ja, was er da so erzählt hat. Und ähm, und ich habe mich also ganz ähm, ausführlich mit diesen mit diesen Einlassungen des Whistleblowers David Grush beschäftigt und und versucht herauszufinden, gibt es denn da Parallelen? Was hat man, was weiß man denn schon überhaupt zu dem, was er da so sagt? Und ähm, also weil es ist natürlich unmöglich, wenn du nicht zu diesen Geheimprojekten gehörst, von denen er da redet, ähm, herauszukriegen, ob das stimmt oder nicht. Der US-Kongress hat ja dasselbe Problem. Deswegen haben die ja diese Anhörung äh, organisiert. Ja, sie wollen die Oberaufsicht über diese geheimen und Nachentwicklungsprogramme wieder zurückerlangen. So. Ähm, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe versucht ähm, zu eruieren anhand von anderen Informationen, die Open Source sind, ob das stimmen könnte oder nicht. Oder ob es irgendwelche Widersprüche gibt zu dem, was man inzwischen schon weiß oder was man gehört hat. Ähm, und da muss ich sagen, nach all dem, was ich da... Ähm, was ich da herangezogen habe, was ich in Erfahrung gebracht habe, ähm, passt das wie die Faust aufs Auge, was er da erzählt. Und das galt übrigens auch schon für alle Aussagen, für viele der Aussagen, die der ehemalige Programmleiter der geheimen UFO-Forschung im Pentagon, Luis Elizondo, äh, gemacht hat. Also das sind, das sind Leute, die wissen, wovon die reden und sie erzählen, was über die Eigenschaften dieser UFOs. Oder über das, was man davon darüber herausgefunden hat. Und interessanterweise deckt sich das mit Informationen, die du aus völlig anderen Quellen, auch teilweise aus ganz anderen Ländern auch schon gehört hast. Also wo es nicht davon auszugehen ist, dass zum Beispiel die Russen jetzt äh, amerikanische äh, Gegenspionagepropaganda weiter posaunen würden. Ja, aber die Russen sagen teilweise genau dieselben Sachen, die eben diese Geheimdienstler aus äh, Amerika auch sagen. Okay, ähm, du hast jetzt über die USA gesprochen, du hast über Russland gesprochen, du hast über eine UFO-Konferenz in Barcelona gesprochen. In dem Zusammenhang können wir vielleicht nochmal über die Glückseligkeit der Insel Deutschland sprechen, die da ja eine ganz besondere Rolle hat. In Deutschland ist es ja zumindest in den letzten Jahren und Jahrzehnten so gewesen, dass alles, was irgendwie mit UFOs zu tun hat, ich übertitel das jetzt einfach mal der Einfachhalber mit dem Oberbegriff UFOs, ins Lächerliche gezogen wurde und es gibt ja da diese für mein Empfinden zumindest schon fast kultmäßige Pressekonferenz, die du mit Dirk Pohlmann damals besucht hast, Bundespressekonferenz, auf der du das Thema angesprochen hast, da eben dort auch belächelt wurdest, so von wegen irgendwie, was sind denn das für zwei Idioten, die da sitzen und uns irgendwas von fliegenden Untertassen erzählen wollen. Jetzt sagst du, auf der anderen Seite, in Amerika, in den USA ist, wird das Thema schon sehr lange und auf einem ganz anderen Niveau behandelt. Du sprichst von einer UFO-Konferenz in Barcelona. Die ja dann auch international aufgestellt ist, ähm, wo du dann auch noch zusätzliche Moderationsaufgaben übernehmen konntest, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass du, glaube ich, insgesamt ungefähr 800 verschiedene Sprachen fließend schwülst. Fünf, okay, ja. kommt also ungefähr hin. Es kommt also dir entgegen. Ähm, tatsächlich interessiert mich in dem Zusammenhang aber natürlich, ähm, denn Deutschland ist natürlich auch für äh, eine unglaubliche Beratungsresistenz bekannt in vielerlei Hinsicht. Und ähm, so wie ich dich jetzt verstehe, ist dieses UFO-Thema tatsächlich in vielen Ländern etwas, das wirklich ernst genommen wird und das auch von hohen Stellen und auch ähm, auf wissenschaftlicher Ebene sehr ernst genommen wird. Du hast ja ganz zu Anfang schon über zum Beispiel. Etwas, oder zutiefst merkwürdige Antriebstechnologien berichtet. Darüber kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr erzählen. Und auch über die Gefahren, da würden mich Gefahren, weil sie sich ja für Atomkraft interessieren oder Atomkraftwerke interessieren. Da würden mich auch mögliche Chancen interessieren, die du möglicherweise ausmachst. Aber um jetzt die Frage, die ich in unglaublich viele Worte gekleidet habe, vielleicht doch nochmal abzukürzen. Wie ist es denn jetzt Aktuell in Deutschland ist das Thema in Deutschland jetzt inzwischen mehr oder weniger anerkannt. Gibt es da Forschung äh, oder ist es nach wie vor, äh, dass es eher heißt <laughs> UFOs, die Spinner? Äh, wie schätzt du das ein? Was für Erfahrungen hast du da jetzt gerade in jüngerer Zeit gemacht? Die Pressekonferenz mit Dirk Pohlmann ist ja nun schon einige Jahre her. Äh, mich interessiert tatsächlich der gegenwärtige Stand der Dinge aus deiner Perspektive. Ja, Deutschland ist so ungefähr der langweiligste Ort der Welt, wenn es um Ufos geht. <laughs> Was aber nicht bedeutet, dass es sich hier nicht auch etwas tut. Also die Bundeswehr behauptet, also es ist ja so, 30 Länder. Ich habe in meinem Anhang 1 im Buch habe ich eine Liste von 30 Ländern, in denen das Militär sich mit Ufos beschäftigt hat oder der Geheimdienst. In allen, in 29 von diesen 30 Ländern ist es das Militär, das sich damit beschäftigt. Nur in Deutschland beschäftigt sich das Militär nicht mit Ufos laut äh, offiziellen Angaben. Ähm, und zwar, ich glaube, die letzte Antwort auf eine Anfrage des Journalisten Andreas Müller bei der Bundeswehr, die besagte etwa sowas wie ähm, ja, Deutschland ist halt so klein und deswegen passiert hier sowas so selten und deswegen müssen wir da keine, äh, keine ähm, Sammlung anlegen oder sowas. Wow. Ähm, es gibt aber ähm, interessanterweise in Deutschland jetzt einen Universitätsprofessor, der heißt Professor Hakan Kayal von der Universität Würzburg und der hat ein interdisziplinäres Forschungszentrum für Extraterrestrik gegründet, kurz IFEX. Ähm er ist Raumfahrtingenieur, baut eigentlich Satelliten, aber hat ähm, ein großes Table für Ufos und hat jetzt also auch tatsächlich ganz offiziell den Auftrag, außerirdische Intelligenz und UFOs zu erforschen. Du kannst also jetzt dein PhD machen in UFO-Forschung. Ganz kurz, den Auftrag von wem? Naja, äh, ja, das ist, gehört zu den Statuten seines Institutes, seiner, seiner okay, Forschungsstelle an der, Universität, so. ja. an der Universität Würzburg. Also es ist ganz offiziell, führen die dort ähm, UFO-Forschung durch. Ganz offiziell. Und ähm, haben dazu auch schon was rausgebracht, ähm, macht bombastische Arbeit. Problem ist nur, er hat zu wenig ähm, Fördergelder. Also er kriegt kein Geld dafür. Also er macht das, was er macht, macht er aus Bordmitteln sozusagen, aus Geldern, die er mit seinem von seinem Inst für sein Institut kriegt, ja. Da zweigt er was ab, oder was heißt, er zweigt es ab, aber er das, was er irgendwie dafür verwenden kann, verwendet er eben dafür sie haben zum Beispiel eine automatische Himmelsüberwachungsstation äh, gemacht und so ähm, oder zumindest konzeptuell mal vorbereitet und auf dem Dach der Uni Würzburg installiert also das ist zum Beispiel so eine interessante Sache es gibt daneben auch drei Ufo-Forschungsvereine in Deutschland eigentlich vier eingetragene Ufo-Forschungsvereine das sind Zivilisten. Es gibt darüber hinaus einen ganzen Haufen von Wissenschaftlern, die sich wirklich ernsthaft für das Thema interessieren und die aber nicht sich an die Öffentlichkeit wagen. Also ich bin mit äh, mit einigen davon in Kontakt und ähm, wir haben sehr erhellende und interessante Gespräche, auch sehr philosophische Gespräche manchmal und so. Ähm, aber das ist dann eben nicht. Es ist halt im Moment noch nicht so förderlich für die akademische Karriere sozusagen, dass man damit, dass man, dass man damit äh, rausgehen kann mit seinem Interesse dafür oder mit seiner äh, Forschung. Ja. Also es ist nicht so, dass es sich in Deutschland nichts tut. Ähm, man bekommt in akademischen Kreisen schon sehr wohl mit, dass das ein Thema ist, das international sehr ernst genommen wird. Und ich denke, ein ein Schlüsselereignis war eigentlich eine Konferenz, die letzten November 2023 an der Stanford University stattgefunden hat. Da hat sich das Who-Is-Who Who der Leute getroffen, die sich mit UFOs beschäftigen. Also das waren äh, Wissenschaftler, Astro also aus allen möglichen Bereichen. Da waren Theologen dabei, da waren äh, eine Astronomin. Ein, ein, ein Theologe, eine Religionswissenschaftlerin, ein Politikwissenschaftler, ein Astrophysiker, dann waren Militärs dabei, es waren Geheimdienstler dabei und Vertrags- und, und Leute vom, also Wissenschaftler, die für einen Geheimdienst gearbeitet haben, sehr hochrangige und langjährige. Und es waren sogar es waren sogar Militärs dabei, die selber UFOs gesehen haben. Also, ich war als einziger Deutscher eingeladen zu dieser Konferenz in, an der Stanford University. Und das war die Gründungsveranstaltung der Sol Foundation. Die wurde wiederum gegründet von dem Stanford-Pathologie-Professor Gary Nolan, der eine Koryphäe ist. Der hat unzählige Patente. Der hat revolutionäre neue Medizintechnologien auf den Markt gebracht, erfunden. Er ähm, ist also ein, also einer der geschätztesten Professoren an der Stanford University mit dem unglaublichen Standing und der kann sich es natürlich erlauben, ähm, sein Interesse für dieses Thema publik zu machen. Und er hat das zusammen gegründet mit einem ähm, Anthropologen, Peter Scafish und noch mit anderen Leuten. Ähm, die Sol Foundation hat das Ziel, dass sie dieses Thema in eine akademische... Umlaufbahn heben will, ja. Und das haben sie mit dieser Veranstaltung gemacht. Es hat auch der, der, Whistleblower David Grush dann noch was gesagt auf der Konferenz, war per Zoom zugeschaltet. Ähm, und es, und, ähm, und die Leute, die in den, in Amerika dort was zu melden haben, äh, waren alle da. Also es waren wirklich alle da. Es war ein richtiges Elefantentreffen. Ähm, es wurde auch groß darüber diskutiert, dass der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, ein UAP-Disclosure-Gesetzesentwurf eingebracht hatte, der ähm, der ist vom Geheimdienst und vom Streitkräfteausschuss im Senat abgesegnet worden und der hatte eigentlich vorgesehen, dass die Ufo-Technologie, dass die geborgene Alien-Technologie an die Regierung übergeben werden soll, also dass die Privatunternehmen, bei denen diese Technologie jetzt lagert, ähm, enteignet wird. Und dass diese Technologie an die Regierung geht. Er hat einen, einen detaillierten Plan vorgestellt in Stanford, ähm, wie die, wie die Offenlegung der Regierungsinformationen über UFOs im Lauf, also bis zum Jahr 2030 ablaufen soll, ähm, dazu zählt also nicht nur die, das, das Wissen darum oder die, die, die Existenz von nichtmenschlicher nicht Intelligenz, sondern auch, ähm, die Technologie, äh, die geborgen worden ist und die nachentwickelt wurde oder nachentwickelt wird. Und, ähm, und das erklärte Ziel dieses kontrollierten Offenlegungsplans bestand darin, laut Oberst Karl Nell, der diesen Plan federführend wohl entwickelt hat und dort auch vorgestellt hat, ähm, Einerseits die, die Kontrolle, die Oberaufsicht über diese geheimen Altprogramme wieder zurückzuerlangen, denn das ist ein wichtiger Punkt. Der US-Kongress ist darüber offenbar nicht informiert und versucht durch Anhörungen sich dieses Wissen zu verschaffen. Und, und zweitens eine katastrophale Offenlegung zu verhindern. Also katastrophal bedeutet... Dass die US-Regierung keine Kontrolle darüber hat, was da an die Öffentlichkeit kommt. Und das hat ihrer Meinung nach eben große Auswirkungen äh, auf die Weltwirtschaft, auf die Gesellschaft, auf äh, Religionen, auf alles Mögliche. Und ich bin wieder zurückgekommen aus Stanford und muss sagen, ähm, ich verstehe diese Bedenken. Ich verstehe, dass diese, ich verstehe, dass es große ähm, Probleme geben könnte, wenn jetzt plötzlich von heute auf morgen bekannt wird, ey, das stimmt ja alles, wir sind die ganze Zeit angelogen worden. Und eigentlich gibt es schon seit Jahrzehnten Technologie, die wir benutzen, die wir gut gebrauchen könnten, um unsere Umweltprobleme in den Griff zu kriegen. Aber es wurde jahrzehntelang einfach nur geheim gehalten, aus dem blöden, bescheuerten Grund, dass wir uns ähm, strategische Vorteile gegenüber unseren Feinden entwickeln wollen. Ja. Ähm, mir prasseln gerade so viele Fragen durch den Kopf. Ich wollte dich Na, ja eigentlich du? jetzt... <laughs> Ich wollte dich jetzt eigentlich erstmal fragen, wie ist das Buch aufgebaut? Was erwartet den Leser, wenn er sich dieses Buch kauft? Ähm, die Frage würde ich aber trotzdem gerne noch kurz zurückstellen. Du wirst sie ganz sicherlich nicht vergessen und wirst es mir dann gleich nochmal erzählen können, damit die Zuschauer eben auch äh, sich eine Vorstellung machen können, was auf sie zukommt. Jetzt hast du aber ähm, eben hast du so schön äh, die äh, schöne Bildsprache. Du hast von einer akademischen Umlaufbahn gesprochen, <laughs> fand ich sehr gelungen in dem Zusammenhang. Ähm, jetzt hast du aber auch äh, von, äh, davon gesprochen, was für Gefahren es gibt, wenn, diese, ähm, wenn, äh, wenn das Wissen über bestimmte Technologien, bestimmte Informationen gewissermaßen in die falschen Hände geraten. Auf der anderen Seite. Ähm, Klang es aber so, als wenn es eigentlich das Beste wäre, äh, wenn es in den Kongress käme, beziehungsweise die US-amerikanische Regierung im Besitz dieser Informationen wären, die womöglich jetzt in Privathänden oder geheimdienstlichen Kreisen oder äh, militärischen Kreisen oder wo auch immer äh, kursieren. Ähm, jetzt sind wir uns aber wahrscheinlich einig, dass wir ja der US-Regierung und vielen anderen Regierungen auf dieser Welt nicht unbedingt die besten Vorsätze und motive unterstellen wenn sie denn in den besitz solcher informationen kämen vorausgesetzt sie haben sie noch nicht beziehungsweise vielleicht haben sie sie auch schon und es ist tatsächlich das passiert was du gesagt hast dass zum beispiel eine grenzenlose energieversorgung schon seit jahrzehnten überhaupt kein problem gewesen wäre und jetzt stellt sich plötzlich heraus durch die technologien wäre das tatsächlich möglich gewesen. aber ich frage mich halt umgekehrt wenn jetzt also das wissen der us regierung und anderer regierungen tatsächlich so übersichtlich ist, wie wir jetzt einfach mal unterstellen an dieser Stelle, ähm, wäre das denn wirklich eine gute Idee, wenn die das dann wüssten, weil sie neigen ja normalerweise dazu, mit allem, was man theoretisch gut anwenden kann, das Schlimmste zu machen, was man sich nur erdenken kann, oder wie siehst du die Sache? Ja, natürlich, diese ganze Geschichte darf man nicht den USA überlassen. Das ist völlig klar. Ähm für die Amerikaner sieht es so Aber aus. Aber die sind ja schon sehr weit, ne? Die beschäftigen die sich ja auch schon sehr lange mit dieser Thematik. Also, sie haben ja im Prinzip, man kann ja davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall einen Informationsvorsprung gegenüber den meisten, wenn nicht sogar allen anderen Ländern auf der Welt haben, oder? Naja, also was Russland angeht, ich glaube, die wissen eine ganze Menge. Die Russen haben ähm, jahrzehntelang staatliche UFO-Forschung gemacht, während der Sowjetunion. Das ist ein bisschen zusammenge Fallen äh, nach dem Zerfall der Sowjetunion und ist danach sukzessive wieder aufgebaut worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Es sind äh, KGB-Akten äh, außer Landes geschmuggelt worden von einem amerikanischen Journalisten, den ich mal kennengelernt habe, äh, George Knapp, äh, ausgezeichneter Journalist übrigens. Und ähm, er, ähm, und aus diesen Dokumenten geht klar hervor, dass die Russen genau dieselben Probleme mit den Ufos haben wie die Amerikaner auch. Also ähm, gefährliche Zwischenfälle im Luftraum, ähm, äh, die, also äh, Manipulation von Atomanlagen, ja, das das geht aus KGB-Akten hervor, so ein Fall aus Bjelokodovice in der Ukraine 1982. Ähm, und, ähm, und wenn man äh, den, wenn man einem Interview äh, Glauben schenkt mit einem ähm, hochrangigen äh, russischen Militär, das ich, ähm, das wurde im Jahr 2000 in der Zeitschrift Magazin 2000 von Michael Hesemann veröffentlicht, das ist ein äh, Generalmajor Walisy, äh, sie äh, Vassili Alexeyev von der russischen Luftwaffe, und er ist, er war damals Kommandant des Raumfahrtkommunikationszentrums in Moskau und hat gegenüber dem Magazin 2000 Plus Korrespondenten Valery Uvarov äh, ausgepackt, was die damals so alles gemacht haben in der in der Sowjetunion. Ähm, ich habe dieses komplette Interview, weil ich es weil ich es wirklich historisch ist, im Anhang 1 von meinem Buch ähm, in voller Länge abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers Michael Hesemann. Und was daraus hervorgeht, ist, Sie haben dort ähm, Genau dieselben Sachen erlebt wie in Amerika auch. Sie haben äh, militärische Nahbegegnungen gehabt. Hochrangige Militärs haben die Dinger selber gesehen. Sie konnten, sie waren sogar ähm, in der Lage, in, in gewisser Weise zu interagieren mit dem Phänomen, haben sie gesagt. Ähm, es fühlte sich wohl offenbar, dieses Phänomen fühlte sich wohl irgendwie angelockt, wenn man bestimmte Lasten äh, transportierte. Welche Lasten sagt er nicht, aber ich nehme an, es geht um Atom. Überhaupt zeigten sich die UFOs vor allem über, überall da, wo irgendwas Neues, Technologisches entstanden ist, bei Testzentren, bei den ersten Flugzeugtestflügen, ähm, bei äh, Atomtests und so weiter. Und, und die Russen schätzen laut dem Generalmajor eben die Geschichte genauso ein. Es ist eine globale geopolitische Frage. Es gibt keine Erklärung dafür. Es ist eine Sache, die von hohem Interesse für das Militär und für die Geheimdienste ist, weil die natürlich wissen wollen, ist es eine Bedrohung und wie funktioniert diese Technologie. Das ist das, was die da haben. Und die Russen sagen auch nichts darüber. Die Russen haben aber jetzt eine, also ganz offiziell auch wieder Interesse bekundet an der UFO-Forschung und ein, das Institut für Mathematik hat jetzt neulich die Bevölkerung aufgerufen, ähm, Sichtungsmeldungen einzuschicken und, ähm, bescheid zu geben wenn sie irgendwas äh, gesehen haben. in china übrigens gibt es auch eine uap task force. also da wird auch das phänomen ganz genau untersucht. die haben eine, eine militärische eingreiftruppe die mit hilfe von künstlicher intelligenz satellitendaten und überwachungsaufnahmen ähm, auswertet und nach anomalien guckt und so weiter. Und... Ähm, und das darf man nicht unterschätzen, was bei so einer Analyse mit künstlicher Intelligenz rauskommen könnte. Also es gibt zum Beispiel aus Amerika ähm, ein, ähm, in Amerika ist es so, da gibt es eine riesengroße Datenbank mit einer Viertelmillion UFO-Fällen. Die wurde entwickelt von äh, Dr. Jacques Vallée, den ich auch kennengelernt habe und den ich auch interviewt habe. Ganz wichtiger Mann in der UFO-Forschung seit vielen Jahrzehnten. Ähm, und er hat für das geheime Forschungsprogramm ORSEP diese Mega-Datenbankstruktur entwickelt. Und da sind alle möglichen Datensätze eingeflossen. Und jetzt haben die dann, da haben die dieses Konstrukt geschaffen, dieses, äh, sie nennen das Datenlager, es sind eigentlich sechs verschiedene Datenbanken. Die aber miteinander irgendwie äh, verschachtelt sind. Und jetzt kann man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz diese riesengroßen Datenbestände auswerten und, ähm, und dabei äh, Muster erkennen, ähm, Gemeinsamkeiten erkennen, Häufigkeiten, Verhaltensweisen und so weiter versuchen rauszukriegen. Und all das ist geheim. Ähm, ist natürlich streng geheim, weil das sind ja die, das sind so die wichtigsten Fragen, die man dann sich eigentlich stellen muss, äh, was das UFO-Phänomen angeht. Ähm, aber einige Sachen sind also völlig klar. Also es sieht wohl so aus, es käme es immer wieder periodisch, es gibt immer mal wieder eine große Sichtungswelle ähm, und es, und das Phänomen verändert seine Erscheinungsform im Laufe der Jahrhunderte, im Laufe der Jahrzehnte. denn das muss man auch sagen das fing nicht erst 1947 an mit dem mit dem UFO Crash in Roswell, sondern das sondern seit Jahrhunderten wird berichtet über seltsame Himmelserscheinungen über Wesen, die da gesehen werden, über alles mögliche und ähm, und das Phänomen ändert tatsächlich seine Erscheinungsform. also es gab Zeiten da hat es sich eben als die heilige Jungfrau Maria gezeigt, als fliegende Schilde und Speere am Himmel. Ähm, als Zeichen Gottes wurden sie früher im Mittelalter äh, gedeutet von der katholischen Kirche. Ähm, dann gab es eine Luftschiff-Sichtungswelle äh, in Amerika und auch in Australien ähm, vor langer Zeit. Also das, war, das waren Luftschiffe, das waren aber eigentlich keine Luftschiffe. Die haben Sachen gemacht, die wir die wir nicht können und äh, und dann waren es diese fliegenden Untertassen in den 50er Jahren diese silbernen Scheiben ja in den 90er Jahren während der belgischen Ufo-Sichtungswelle da waren es Dreiecke fliegende Dreiecke ähm, die ähm, ich weiß nicht ob du von der belgischen Ufo-Welle mal gehört hast also das war ja 1989 bis 91 kann man sagen viele Dutzend Sichtungen von diesen Dreiecken, die dort über Belgien rumgeflogen sind, von der Bevölkerung gesehen wurden und die belgische Luftwaffe hat sogar Kampfjets losgeschickt, um rauszukriegen, was das für Objekte sind und um die abzufangen und ähm, haben dabei offenbar auch auf Radar Flugbewegungen registriert, die jenseits von allen Bekannten liegen, also und was alles. So, und jetzt neuerdings, ähm, 2004, jetzt, ähm, jetzt wissen wir von äh, Tic-Tac-ähnlichen Fluggeräten, die wirken eher so wie völlig antriebslose, wie wie diese Tic-Tac-Bonbons, ja, bloß halt viel größer, ähm, so ovalförmig ge geformt, weißlich. Ähm, die bei Flugzeugträgern in Amerika rumfliegen, aber auch in, im Einsatzgebiet äh, des US-Militärs und, ähm, und so weiter und so fort. Äh, der Direktor der staatlichen UFO-Forschungsbehörde Arrow, der damalige Dr. Sean Kirkpatrick, der hat in einer PowerPoint-Präsentation äh, bei der NASA gesagt, dass die meisten UFOs oder UAPs, die sie jetzt ähm, registrieren, kreisrund sind. Also, so ballförmig, ähm, und bei Geschwindigkeiten von null, einfacher Schallgeschwindigkeit erfasst werden. Und, ähm, dass sie sporadische Funkfrequenzsignale und Radarsignale von sich geben. Und dass es bestimmte Hotspots gibt, wo die Dinger zu sehen sind. Also, es ist, also, du siehst, das ist ein Phänomen. Was ich damit sagen will, ist, das verändert ständig seine Form. es, ähm, es verändert immer die seine Erscheinungsform, aber was es nicht verändert, ist immer diese Demonstration des Überlegenen. Dieses, diese, das ist ja ein Show of Force, muss man ja eigentlich sagen ja. die Dinger, die machen Sachen, die wir nicht können und beeindrucken vor allem die, die der Meinung sind, sie könnten alles tun und lassen, was sie wollen. Und darin vermutet dann eben zum Beispiel der langjährige UFO-Forscher Jacques Vallet eine Art soziologisches Beeinflussungsprogramm, um den Menschen zu zeigen, guck mal, hier ist was Größeres. Okay. Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Da sind doch auch, also die eine oder andere Frage ist da bei mir entstanden. Aber ich möchte jetzt zurückkommen auf den Aufbau deines Buches. Was erwartet den Lesern? Wie ist das Buch aufgebaut? Und das mag jetzt ein bisschen verrückt klingen, weil es natürlich in erster Linie hier heute um dein Buch gehen soll. Aber trotzdem, halt es möglichst kurz. Denn ich möchte tatsächlich noch ein, zwei Dinge ansprechen, die wahrscheinlich auch im Buch vorkommen und dann eben intensiver behandelt wird, mit denen wir aber dann gewissermaßen die Leser ein bisschen anfüttern können. Also einfach mal so eine, so eine Übersicht: wie ist das Buch aufgebaut? Was erwartet den Leser? Also ich, ich habe ein Vorwort, in dem ich sozusagen in, in ganz, ganz kurz äh, zusammenfasse, was, die, was der Rote Faden ist. Der Rote Faden ist, ich beschreibe erstmal das Phänomen, was da alles an, an wissenschaftlichen und militärischen Fakten dazu gibt aus Militärdokumenten. Also hieb- und stichfeste Fälle, die dokumentiert worden sind, die teilweise nur durch Informationsfreiheitsgesetzanfragen an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ähm, was die für Eigenschaften haben die UFOs, welche militärischen UFO-Akten es weltweit gibt, wie es mit den Radarspuren, also was auf Radar festgehalten wurde und so weiter. Äh, dann rede ich über UFO-Wechselwirkungen, also wie UFOs tatsächlich physikalisch auf die Welt einwirken. Ähm, und was dazu also bekannt ist aus Fällen und aus Dokumenten und so weiter. Dann beleuchte ich äh, mehrere Fälle, die ganz wichtig sind, nämlich die UFO-Landung im Randolph Forest 1980 und äh, der USS Nimitz-Vorfall 2004, als diese Tic-Tac-UFOs um den Flugzeugträger Nimitz vor der Westküste der USA rumgeschwebt sind. Da gibt es also viele Sachen. Und dann komme ich eben zu den Aspekten was spricht für Intelligenz was spricht dann dafür dass es sich für Atomanlagen interessiert ich habe also sowohl mit dem führenden Forscher in Sachen UFO äh, in Sachen Atom und UFO Connection ähm, äh, gesprochen und ähm, äh, darüber geschrieben als auch mit äh, mehreren Militärzeugen die sowas selber erlebt haben ähm, dann rede ich über Gesundheitsschäden die dokumentiert worden sind im Zusammenhang mit UFO Sichtungen und habe da auch mit zum Beispiel mit einem Militärpolizisten gesprochen, der inzwischen eine Invalidenrente von der US-Regierung erhält, weil er in Ausübung seines Dienstes einem UFO zu nahe gekommen ist. Dann rede ich über das, was also bekannt geworden ist, über die geheime Forschung in den, in den USA und, und anderswo. Zum Beispiel in Spanien ähm, gibt es ganz offiziell geheime UFO-Forschung. Man weiß nichts, was die machen, weil es ist geheim. Aber was man weiß, ist, dass es geheime UFO-Forschung gibt. Aber in, in Amerika weiß man ja ein bisschen mehr, die Skinwalker Ranch ist ein wichtiger Punkt, wo immer wieder so paranormale Phänomene festgestellt worden sind, was man dort rausgekriegt hat. Ähm, da habe ich mit den, äh, mit den Programmmanager und mit dem anderen äh, Co-autor dieser wichtigen Bücher selbst auch gesprochen, die diese Dokumente, die dieses Programm auf der Skinwalker Ranch im Auftrag des Militärgeheimdienstes durchgeführt haben. Dann rede ich über ähm, Auswirkungen von UFOs auf das Gehirn. Also warte mal ganz kurz noch ähm, über UFO-Trümmerteile. Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt, ähm, es gibt tatsächlich UFO-Trümmerteile, die untersucht werden, unter anderem vom US-Militär, ganz offiziell. UFO-Trümmerteile vom US-Militär untersucht. Ähm, dann setze ich mich ganz, ganz ausführlich mit den, ab der Hälfte des Buches etwa, mit den, aus, mit den Aussagen des Whistleblowers David Grush auseinander ähm, und versuche rauszufinden, was also zu ich erörtere sozusagen, was äh, an diesen Aussagen dran sein könnte, rede dann über Auswirkungen auf das Gehirn, dann gibt es einen großen Abschnitt über Desinformation, ähm, bei denen der, bei dem der Spiegel äh, keine gute, also wirklich nicht gut abschneidet, was die, was die Berichterstattung über UFOs angeht im Laufe der Jahrzehnte, muss man sagen. Und dann am Ende des Buches geht es eher um die gesellschaftlichen und philosophischen Auswirkungen davon. Also wie wird das, wie geht die Regierung im Moment noch damit um? Wie geht die Wissenschaft damit um? Und womit könnten wir es hier zu tun haben, wenn wir mal einen Blick in die, zurück in die Geschichte Werfen ist es wirklich nur ein militärisches Phänomen? Geht es wirklich nur um UFOs oder ist es ein viel breiteres Thema, was man in einem größeren Kontext sehen muss? Und ich bin eben schon der Meinung, dass man das in einem größeren Kontext sehen muss mit all den anderen paranormalen Phänomenen und was es da so alles gibt, die im Laufe von Jahrhunderten in vielen Kulturen immer wieder ähm, beobachtet und berichtet worden sind. Genau ähm, und letzten Endes und die große Frage ist letzten Endes welchen, ja, was bedeutet das UFO-Phänomen eigentlich für unseren Begriff von Wirklichkeit, von Realität? Das ist eigentlich die, die Schlüsselfrage für mich, die wichtigste Frage. Denn das UFO-Phänomen ist ja irgendwie ein Riss in der Matrix. Ja, es zeigt uns, dass mit unserer Länge, Breite, Höhe und lineare verlaufende Zeit, dass das irgendwie nicht alles sein kann. Da muss es noch mehr geben. Und es gibt ganz interessante Theorien darüber, wie unsere Wirklichkeit wirklich beschaffen ist und was es da noch mehr geben könnte. Und damit setze ich mich dann gegen den Schluss des Buches auseinander. Okay. Von Technologie über Information, über Politik bis hin zu Philosophie ist alles dabei. Also äh, absolutes äh, absoluter Kaufbefehl für dieses Buch, denn äh, selbst wenn der ein oder andere sich nur für einen der Bereiche interessiert, sollte er dieses Buch lesen. Jetzt aber jetzt nochmal zu den Fragen, die ich mir so stelle. Ähm, du hast ja vorhin du hast vorhin gesagt, äh, dass interessanterweise die Erscheinungsformen sich auch so ein bisschen an die menschlichen Epochen angepasst haben, ob es jetzt irgendwie die Jungfrau Maria gewesen ist, äh, bis hin zu äh, kleinen TikToks, äh, fliegenden Untertassen oder Dreiecken. Mir fiel spontan ein Album von Pink Floyd ein. Äh, das schwarze Album, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es hieß. Money ist auf jeden Fall drauf. Der Titel, äh, da waren auch Dreiecke drauf. Ich weiß gar nicht, ob das in den Zeitraum gefallen ist, aber das nur einfach spontan, ein spontaner Einfall von mir. Ähm, das würde allerdings ja tatsächlich bedeuten, so wie ich das interpretiere, ähm, dass äh, die UFO-Erscheinungsformen sich also gewissermaßen an die jeweiligen ähm, Prioritäten der Menschen anpassen, was wiederum, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, eine gewisse Form zumindest der einseitigen Kommunikation ja eigentlich bedeutet. Also wir gucken uns an, was ist bei euch gerade relevant, was beschäftigt euch gerade ähm, und dementsprechend tauchen wir dann am Himmel auf und zwar mit Formen, die zu dem passen, mit dem wir euch gerade am besten erreichen können. Sagen wir mal so. Verstehst du, was ich meine? Worauf ich hinaus? Ja, bin? ja, 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 genau. Und nicht nur das. Es scheint, es scheint dem Zeitgeist immer so ein kleines bisschen voraus zu sein. Aber es scheint auch, es scheint auch eine In-, zu geben zwischen dem Bewusstsein des Beobachters und diesem Phänomen, was auch immer das Phänomen ist. Es gibt einen spanischen Forscher, der heißt José Antonio Carabaca dessen Forschung in Deutschland komplett unbekannt ist und der aber international ähm, sehr ernst genommen wird für diese äh, Forschung, die er da gemacht hat. Ähm, er hat nämlich, was er gemacht hat, ist er hat Tausende von Fällen von Nahbegegnungen äh, analysiert. Also Nahbegegnungen ist wirklich nicht einfach, du siehst was am Himmel, sondern da ist was gelandet. Was weiß ich? Du fährst abends auf einem Highway lang oder auf einer Stra verlassenen Landstraße und da siehst du ein großes Licht in der Entfernung. Fährst darauf zu äh, und da ist wirklich ein gelandetes UFO und ein Alien wechselt gerade einen Reifen quasi. Es gibt unglaublich viele solche Fälle, die berichtet worden sind, die völlig absurd sind natürlich ja. Ähm, oder es, also es gibt wirklich viele solche Fälle von wo Wesen gesehen worden sind. Neben einem gelandeten UFO. Der berühmteste Fall ist übrigens der, der in der französischen in dem französischen Gendarmeriebericht festgehalten worden ist, äh, 1960 oder 65 oder so, also jedenfalls in den 60er Jahren in Frankreich in Valeonsol in, äh, in der Provence, also da wo die Lavendel, wo der Lavendel blüht. Ich bin auch mal dort gewesen, habe mit einigen Zeitzeugen geredet und der Fall war damals der, dass ein Lavendelbauer, Namens Maurice Maas, äh, früh um sechs äh, in sein Lavendelfeld gegangen ist, um dort, um dort Sachen zu machen und so, hat sich an den Steinhaufen gesetzt, hat erst mal eine geraucht und hat irgendwas gehört, ist um den Steinhaufen rumgegangen und sieht dort so eine Art gelandetes, eiförmiges Objekt. Er hat erst gedacht, es ist ein Renaud Renault Dauphin äh, und zwei Wesen davor, die dort irgendwas machen. Und er geht also dahin, ähm, kommt pirscht sich so ran die eins der wesen bemerkt ihn holt irgendeinen stab gegenstand aus der tasche drückt irgendeinen knopf also er, er richtet den stab auf den lavendelbauer in dem Moment wird der Lavendelbauer bewegungsunfähig, kann sich nicht mehr bewegen. Er kann nur noch beobachten, wie, die, wie diese Wesen in dieses eiförmige Ding reinsteigen, das Ding abhebt und dann davon zischt mit hoher Geschwindigkeit. Und das Interessante an dem Fall ist jetzt also, dass, die, ähm, dass er von der Gendarmerie äh, ausführlich untersucht worden ist. Also schon am Tag danach war die Gendarmerie da, hat die Landespuren gesichert und fotografiert, haben den ausführlich verhört. Ähm, mehrere Male sogar und schätzen ihn äh, für glaubwürdig ein. Also haben ihn tatsächlich glaub, für glaubhaft. Ich habe mit Zeitzeugen geredet, die haben dort auch äh, verbranntes, ähm, verbrannte Pflanzen im Umfeld dort noch äh, gesehen, beobachtet und so. Das Ganze hat für einen riesen Wirbel gesorgt damals. Und das ist nur einer von vielen Fällen von solchen Narben, von denen du nie hörst, weil die in der Regel geheim gehalten werden und die sind so absurd, dass die Leute sich nicht trauen, darüber zu reden. Aber jetzt zurück zu diesem José Antonio Calavaca. Der hat tausende solche Fälle untersucht. Es gibt ja in Spanien einen Forscher, der heißt ähm, ähm, äh, JJ Jota, Jota Benitez. Und der hat einen Riesenarchiv von solchen Nahbegegnungen, die er selbst gesammelt hat und sowas. Und was sich da stellt, ist, dass die, dass das, was die Beobachter dort sehen, oftmals irgendeinen Bezug hat zu den Beobachtern selbst. Also ähm, irgendein 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 Ding, was die in ihrer, was sie selber auszeichnet, ist in dieser Nahbegegnung mit enthalten. Da war ein Fall zum Beispiel. Ähm, was äh, José Antonio mir im Interview erzählt hat, äh, wo ein Zeuge äh, an, an dem Fluggerät, was dort zu sehen war, so eine Art, so etwas ähnliches wie eine Swastika. Es war kein, es war kein Hakenkreuz, aber sah, es sah, es ähnelte dem irgendwie, so was gesehen hat und hat sich gewundert. Und, ähm, und der Zeuge selber hatte aber ein großes Interesse für den Zweiten Weltkrieg und hatte eine Riesenbibliothek von Militärbüchern und, 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 und was die da alles gemacht haben im Zweiten Weltkrieg und sowas. Also er selber hatte irgendwie ein Interesse für dieses The Thema. Und das Phänomen scheint sich, also irgendwelcher Meme, irgendwelcher Be Inhalte dieses Beobachters bedient zu haben, um da eine Illusion vorzugaukeln. Um, und das ist es nämlich eigentlich. Es ist eine Art Projektion. Also nein, ob es das ist, kann ich nicht sagen, aber jedenfalls laut José Antonio Caravaca ist die Theorie, es, es handelt sich um eine multidimensionale Projektion von also von irgendwas außerhalb unserer dreidimensionalen Raumzeit-Illusion in unsere, in unsere 3D-Raumzeit reinprojiziert wird, aber in 3D. Also es ist nicht ähm, ähm, es ist nicht, ein weißt du, wenn wir sagen Projektion, da denkst du ja eigentlich immer nur an ein Bild, was an der Wand entsteht von, von einem Projektor der dreidimensional ist auf eine zweidimensionale Oberfläche geworfen. Dann ist das ja nur ein Bild. Ja, das ja. ist ja nur eine Projektion. Aber ja. wenn es jetzt eine multidimensionale Projektion ist, die dreidimensionale Oberfläche, also auf in uns rein projiziert wird, objekthaftes, weißt du? Ähm, und das kann tatsächlich Spuren hinterlassen und die kann gemessen werden und es kann sogar Trümmerteile hinterlassen, ähm, die völlig absurde ähm, Eigenschaften haben. Also der Professor Gary Nolan an der Stanford University, wo ich jetzt war im November, der hat dort Sachen vorgestellt und hat Atom atomsonden ergebnisse vorgestellt, die zeigen, dass diese Metallschlacke, die von dem UFO darunter getroffen ist und die er da gesichert hat und untersucht hat, dass das dass das kein natürlicher Prozess, das kann keine natürliche ähm, Legierung sein. Ja was, was ist es denn dann? Und dann ist äh, ein und das war der Moment, wo ich dann wirklich gemerkt habe während dieses, während dieser Stanford University Konferenz, was für ein krasses Treffen, das da ist. Da ist ein Mann von einem sehr bekannten Rüstungsunternehmen aus den USA ans Mikrofon getreten und hat ihn gefragt, äh, ob das die, ob, ob dieses Material, welches ist, was er schon jemals vorgestellt hat und wenn nicht, wenn man das für Abschirmungen benutzen kann, äh, dann würde er gern sich mal mit ihm unterhalten. Und das war jemand, der aus der Forschung und aus der Research und Development-Abteilung, also aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung dieses Rüstungsunternehmens war, ähm, die sich dafür interessieren, wie diese, wie diese Trümmer, also wir nennen das Trümmerteile, aber es sind eigentlich irgendwelche dreidimensionalen Gebilde, irgend, irgendwelches Zeug, was, äh, was hier reinkommt und keiner weiß, wie die das, wie das jemals hergestellt worden sein könnte. Weißt du? Ja. Und erweckt großes Interesse bei äh, der Industrie. Also, ich bin eine Zivilisationsschlampe Und ähm, bei dem Beispiel, was du zuerst genannt hast, äh, von dem Bauern, der gewissermaßen eingefroren wurde, also äh, bewegungsunfähig gemacht wurde, habe ich sofort an Geblitzdings gedacht, Men in Black. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ähm, ähm, aber gut. Äh, Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das ist hochinteressant und äh, ich weiß, deine Zeit ist ein bisschen begrenzt. Deswegen müssen wir so ein bisschen hier durchjagen. Äh, eine Geschichte möchte ich aber tatsächlich noch äh, unbedingt erfahren beziehungsweise äh, von dir erfahren, wie du das Ganze einschätzt. Ich hätte gerne eigentlich auch noch mit dir darüber gesprochen, aber vielleicht machen wir das in einem Anschlussvideo später nochmal. Vor etwas längerer Zeit schon mal haben wir auch über das Thema Ufos gesprochen und da ging es dann auch noch um die äh, um die Differenzierung, um die Unterscheidung Ufos und Aliens und das. Das eine nicht unbedingt mit dem anderen zusammenhängen muss. Du erinnerst dich ganz sicherlich und äh, wirst mir wahrscheinlich auch wie aus der Pistole dazu jetzt ein kleines Referat halten können. Ähm, das schiebe ich jetzt aber nach hinten, weil du deine Kinder bekochen musst. Sind wir ehrlich? Und äh, das muss natürlich pünktlich passieren. Also stelle ich aber dennoch meine letzte Frage, die du bitte noch beantwortest. Du hast äh, über das Interesse an speziell der, ähm, der Atomkrafttechnologie gesprochen und du hast auch angedeutet, dass es diesbezüglich durchaus auch Gefahren gibt, die du die du erkennst und ich habe es vorhin ja auch schon angedeutet, wo siehst du Chancen und die Frage interessiert mich besonders, wenn wir hier von Technologien sprechen, die zum Beispiel Flugmanöver machen können, die physikalisch äh, zumindest unserem Verständnis nach völlig absurd und völlig unmöglich sind und die wahrscheinlich Geschwindigkeiten erreichen können, die wir uns auch gar nicht vorstellen können und die Entfernungen zurücklegen können, von denen wir nie und nimmer äh, nicht mal Captain Picard jemals in der Welt gedacht hätte, dass dies je möglich sein wird. Warum sollten die sich dann für äh, die vermeintlich eher lächerliche Atomenergie äh, der Menschen interessieren? Oder ist Atomenergie vielleicht doch vermeintlich eben nicht so lächerlich und dann sogar für Technologien interessant, über die wir jetzt hier gesprochen, bzw. um die wir herumgekreist sind, so würde ich es mal sagen. Das als letzte Frage an dich ähm, mit äh, entsprechender Antwort, ähm, angemessen zum Mittagessen deiner Kinder. Also, dass äh, UFOs vermehrt in der Nähe von Atomanlagen gesehen werden, das äh, scheint wirklich Fakt zu sein. Also da gibt es mehrere oder die das nahelegen. Es gibt darüber hinaus einen ganzen Haufen von militärischen Augenzeugenberichten und Militärdokumenten, die darauf hinweisen. Es gibt auch ein vermehrtes Interesse von den Gesetzgebern in den USA an UFO-Sichtungen in der Nähe von Atomanlagen. Und ich könnte jetzt noch viel mehr dazu erzählen, aber wir müssen natürlich dazu sehen, das ist nur die Spitze des Eisbergs, was wir kennen, ja. Wir wissen ja nur, wir wissen, dass es ein roter Faden durch die UFO-Geschichte. Wir wissen aber zum Beispiel überhaupt nichts, was unter Wasser vor sich geht. Und dass das Phänomen auch unter Wasser auftaucht, das wissen wir. Es gibt also jede Menge solcher Uso-Berichte, unterseeische Objekte, ja. Unidentifizierte, anadäquate submerged objects heißt es also, unidentifizierte, un untergetauchte, oder Meeresobjekte, die sich dort auch mit krassen Flugeigenschaften bewegen hin und her und auch äh, Objekte, die zwischen Erdatmosphäre und Wasser und Erdorbit hin und her wechseln, ohne dass sie irgendwie ihre Flugeigenschaften ändern müssten. Mm, ja, das ich ähm, auch schon. wir ja. wissen, wir wissen also eigentlich nur, das ist jetzt eine der wenigen Sachen, die wir wissen. Ja, wir können daraus keine eigentlich keine Schlussfolgerung ziehen, was die wollen, äh, woher die sind oder sowas. Aber wenn man es tun wollte, also wenn du dir jetzt so das ganze UFO-Phänomen dir anguckst, es gibt eigentlich sehr wenig, was darauf hindeutet, dass es wirklich von anderen Planeten sein muss. Wir wissen nicht, ob es von anderen Planeten ist. Wir wissen nur, also wir wissen nicht, ob es Außerirdische sind. Wir wissen es nicht. Ähm, wir wissen nur, da ist eine nichtmenschliche, hochentwickelte Intelligenz in sagenhaften Flugschüsseln und, <laughs> und Fluggeräten und, und Fahrzeugen, die hier Sachen machen, die für uns völlig rätselhaft sind und auf eine Weise, die für uns unvorstellbar ist. Und, ähm, und jetzt geht es darum, herauszufinden, die, wer die sind und was die wollen. Und, ähm, und wenn man jetzt, wenn man jetzt irgendeine Hypothese äußern würde, woran das liegen könnte, das Interesse mit den Atomanlagen, dann könnte man ja zum Beispiel die Hypothese, aber das ist wie gesagt nur eine Hypothese, äh, äußern, dass es eben eine nichtmenschliche Intelligenz ist, die mit uns hier auf diesem Planeten existiert die vielleicht irgendwo lebt, wo, wo wir keinen Zugriff haben, vielleicht ganz tief unter Wasser oder sowas, oder irgendwo im Inneren der Erde oder so. Im Orbit und, irgendwo, ja. Naja, im Orbit hätten wir ja sie vielleicht ähm, schon mal irgendwie festgestellt. Ähm. Und die ein Interesse daran hat, was mit diesem Planeten passiert. Weil, wenn wir auf den roten Knopf drücken, dann ist das Menschheitsexperiment gescheitert und ist es eine tödliche Bedrohung für die ganzen äh, Lebensformen, die es hier gibt auf unserem Planeten. Und wenn es aber nun gerade auf unserem Planeten darum geht, diese Vielfalt, diese Artenvielfalt zu haben und dass sich hier was entwickeln kann und so, und jetzt gibt es da eine Tierart, die so dumm ist, sowas zu, zu ähm, entwickeln wie die Atombombe äh, und droht das gesamte Erdexperiment zum Scheitern zu bringen, dann muss man das natürlich genau im Auge behalten, was die da machen. Überhaupt muss man jegliche technische... Weiterentwicklung genau im Auge behalten, äh, um aufzupassen, dass der dämliche Affe sich nicht selber wieder umbringt. Ja, also das wäre aber wie gesagt nur eine Theorie von vielen, die man da äußern kann. Ähm, ich habe auch nichts anderes als die Theorie erwartet. Also da Du kannst, kannst auch genauso gut. Ja, du kannst. Du kannst auch. Du kannst auch genauso gut äh, argumentieren mit Dämonen äh, zum Beispiel. Ja, die sind auch aus vielen Kulturen äh, bekannt und ähm, zum Beispiel die jinn im Islam oder die Dämonen in äh, im Katholizismus und ähm, das sind auch Wesen, die unsichtbare Welten bewohnen und so weiter äh, und versuchen, den Menschen zu beeinflussen. Also man, also wie gesagt, da geht es geht's dann wieder um die Wirklichkeit, ne? Und wie wir sie wahrnehmen und äh, wie genau, sie genau. Ja, da können ja. wir jetzt über Konstruktivismus sprechen und über viele andere Dinge. Ähm, finde ich, finde ich hochinteressant. Ein, ein letzter hinweis entschuldige wenn ich jetzt so dazwischen gehe aber wir sind eigentlich am ende der sendung angekommen und eines ist mir aufgefallen und das möchte ich einfach sozusagen als positiven abschluss ähm, einfach noch mal für die zuschauer auch in den raum stellen und das ist das bei all dem was du mir erzählt hast wir sind noch nicht angegriffen worden also jedenfalls wüsste ich nicht, dass wir von irgendwelchen Technologien, Aliens, UFOs, Flugobjekten ähm, in zumindest in großem Maßstab angegriffen worden sind. Und das äh, unterstützt natürlich deine These, dass es eher ein Interesse daran ist, was hier passiert, was sich hier entwickelt, möglicherweise, wo auch hier Gefahren liegen, äh, die das, äh, die den experimentellen Raum, den man sozusagen von außen beobachten kann, denn spannend ist es ja allemal, was hier passiert. Ähm, er wird also offensichtlich nicht bewusst in großem Stil angegriffen. Zumindest noch nicht. Und das ist ja vielleicht ein bisschen beruhigend, oder? Genau, die scheint es seit Jahrhunderten zu geben und uns gibt es immer noch. Also wir sind immer noch da. Ähm, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. In der Tat. Robert, tausend Dank für dieses Gespräch. Ähm, ich weiß nicht, was ich jetzt zum Abschluss noch sagen soll. Außer Leute, kauft dieses Buch, lest dieses Buch. Es ist hochinteressant und ähm, vielen Dank für deine Arbeit der letzten, ja, man muss ja schon sagen, fast Jahrzehnte auf diesem Bereich und natürlich auch dafür, dass du dich nicht beirren hast lassen, sondern weiter damit gemacht hast, äh, woran dein Herz hängt. So will ich es jetzt mal etwas ähm, theatralisch formulieren. Robert Fleischer, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Tom, für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.